Hallo Welt und hallo YouTube. Ja, in dieser Videoreihe, da geht es ja um die Photovoltaikanlage im Haus meiner Eltern. Und das Ganze hatte ich in der Vergangenheit schon einmal in groben Zügen vorgestellt, auch den Außenbereich. Und falls ihr da nochmal einen besseren Gesamtüberblick haben möchtet, dann kann ich euch das Video mal hier oben verlinken. Ansonsten geht es aber jetzt hier eben im Hausanschlussraum weiter. Und zwar mit weiteren vorbereitenden Maßnahmen, bevor das Ganze wirklich in Betrieb genommen werden kann. Aufgehört hatten wir beim letzten Mal in etwa hier beim Kabel, beziehungsweise halt beim Kellerfensterschacht. Da befanden sich die Kabel, die Leitungen des Strings und der Erdungsdraht. Diese habe ich hier jetzt mittlerweile durch eine Bohrung in einem Leerrohr nach innen geführt. Also das sind diese Kabel hier, eben zum einen die schwarzen Leitungen, das sind die Leitungen des Strings selber. Und dann gibt es halt hier noch den Erdungsdraht. Und all das muss jetzt eben hier noch verdrahtet werden. Ich habe hier auch DC-seitig den Überspannungsschutz schon einmal montiert. Also das ist so eine vorkonfektionierte Box von Phoenix Contact, in der sich eben die Überspannungselemente befinden, sowie eben auch die Klemmmöglichkeiten dazu. Und das Ganze muss jetzt hier aber noch verdrahtet werden, unter anderem eben auch zum Wechselrichter. Diesen habe ich jetzt auch schon mal an der Wand montiert. Dadurch hat man hier jetzt im Raum schon mal deutlich mehr Platz. Allerdings gilt es auch hier noch, eine Menge Arbeiten durchzuführen und das Ganze eben auch noch anzuschließen. Die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage bzw. auch eben das Verdrahten hier dieses Wechselrichters auch in Verbindung mit dem Batteriespeicher, der hier noch installiert wird, das erfolgt eben durch ein anderes Unternehmen. Das hatten wir eben in Auftrag gegeben und in diesem Zusammenhang wurden eben auch die Module installiert und hier diese Hardware beschafft. Ich hatte die jetzt nur schon mal an die Wand montiert, damit die sich eben an der Stelle befindet, wo sie dann nachher sich optisch am besten ins Bild integriert. Und wir wollten eben in diesem Zusammenhang aber auch den Verteiler erneuern und tauschen vor allem. Also der bisherige Verteiler, der ist jetzt hier 25 oder 30 Jahre alt, ist einfach so ein bisschen in die Tage gekommen und das reicht vom Platzbedarf hier nicht mehr aus. Auch nicht, um die Elektrik aufzunehmen, die Betriebsmittel, die hier notwendig sind für den Wechselrichter. Und bevor man jetzt hier eben 2 und 3 und 4 verschiedene Kästen an die Wand schraubt, war eben die Idee, das Ganze durch ein neueres Modell zu ersetzen, vor allem durch ein größeres Modell, das eben dann aus 2 Feldern besteht und auch aus ein paar Reihen mehr nach unten hin. Und insofern gilt es jetzt eben, einen neuen Verteiler aufzubauen, an dem dann eben die Leitungen, die hier im Haus, die hier ins Haus führen, angeschlossen werden. Ein Teil der Innereien werden wir auch übernehmen, einen großen Teil aber auch ersetzen, einfach durch neuere Betriebsmittel, die dann mehr Komfort und mehr Sicherheit bieten, denn auch hier, das war ja so ein Manko, was ich gesagt hatte. Es gibt hier nur ein RCD, alle Stromkreise, das gesamte Haus läuft halt über diesen einen Fehlerstromschutzschalter. Wenn irgendwo ein defektes Gerät eingesteckt wird, dann ist das Licht im gesamten Haus dunkel. Und ja, das ist ein bisschen unschön. Da habe ich mir was Besseres überlegt und das wird jetzt hier im Folgenden vorgestellt werden. Ja, und aus diesen Gründen hatte ich mir jetzt hier eben eine Menge von Lego für Erwachsene zugelegt. Und was ich damit meine, sind einfach verschiedene Komponenten für den Schaltschrankbau, die jetzt hier sich schon befinden und eben verschiedenste Schutzorgane, elektrische Betriebsmittel, Sicherungsautomaten und so weiter und unter anderem eben auch den Schrank selber, den Verteiler. Der liegt jetzt hier eben schon wie ein guter, braver Patient auf dem Tisch und den schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Das hier ist also das gute Stück, das ist eben ein sogenannter Zählerschrank von Hager. Und der streng genommen, wie gesagt, ein Zählerschrank, der eben in Schutzklasse 2 ausgeführt ist. Und warum das eine Rolle spielt, dazu gleich später nochmal mehr. Das genaue Modell, jetzt in meinem Fall, ist ein ZB32S. Und in dieser 32, beziehungsweise wahrscheinlich auch in den anderen Buchstaben, da ist einfach kodiert, um welchen Schrank es sich handelt. Die 3 korreliert wohl hier mit der Höhe. Das heißt, höhere Schränke haben hier auch eine höhere Zahl. Und die 2 mit der Anzahl der Felder, was dann wiederum einen Einfluss auf die Breite hat. Also hier haben wir es eben mit einem 550 mm Breite im Schrank zu tun. Diese Schränke von Hager werden eben immer in solchen Pappkartons hier ausgeliefert. Und das ist jetzt nicht nur ein rein mechanischer Schutz während dem Transport, sondern das Ganze hat auch noch den Hintergrund, dass man eben den wunderbar nutzen kann, um den Schrank auch später nochmal zu schützen, wenn man nämlich streichen möchte. Das heißt, gerade im Neubau, wenn man vielleicht die Wand, an der sich der Schrank befindet, noch nicht gestrichen hat, wenn man den Schrank montiert oder sowas, ist das unheimlich nützlich, den nochmal zu verkleiden, muss man nicht viel abkleben und kann dann eben so den Schrank schützen vor der Farbe und ja, insofern gegebenenfalls die Verpackung und diese Kartonage eben nicht direkt wegschmeißen, sondern wenn man noch streichen muss, kann man das durchaus nochmal aufheben und den eben dafür verwenden. Wir schauen uns den Schrank jetzt einfach mal hier von vorne bzw. auch von innen gleich an. Den Karton, den kann man hier eben einfach entfernen. Und dann sieht man eben den Schrank von vorne. Das ist jetzt hier komplett in Weiß, RAL 9010.
wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das ist halt einfach hier so der Standard bei Haga. Und es gibt hier eben auch diesen klassischen Drehverschluss, mit dem man den Schrank öffnen kann. Und dann wird hier nämlich auch eine Besonderheit offenbar, nämlich der Umstand, dass ich diesen Schrank hier ganz bewusst ganz leer gekauft habe. Also hier ist noch kein Innenleben, keine Felder, keine Schienen, die hier schon montiert sind, sondern das werden wir jetzt hier eben gemeinsam im Folgenden tun. Was bei diesen Schränken von Haga eben auch besonders praktisch immer ist, ist der Umstand, dass man die Türen aushängen kann. Also hier gibt es einen Mechanismus, mit dem man eben die gesamte Tür hier ausbauen kann. Und dann kann man eben hier in Ruhe am Schrank arbeiten, ohne dass die Tür hier im Weg wäre oder irgendwie zufällt oder beschädigt wird. Daher bietet sich das eben immer an, die dann entsprechend auszubauen. An dieser Stelle vielleicht noch ein paar Worte zum Aufbau eines solchen Zählerschranks hier jetzt aus dieser Perspektive. Meiner hier in dem Fall ist 1,10 Meter hoch und die Höhe, die ist tatsächlich nicht beliebig, sondern die ist eben in verschiedenen Stufen gibt es die. Für einen Zählerschrank insbesondere gelten aber eben auch Vorgaben, die er erfüllen muss. Und das sind typischerweise 1,10 Meter und oder 1,40 Meter. Das ergibt sich halt aus den Anforderungen für einen Zählerplatz. Wenn man das Ding jetzt rein als Verteiler verwendet, kann man natürlich davon abweichend auch andere Größen verwenden. Ansonsten gilt es, das irgendwie mit dem Netzbetreiber zu klären. Aber typischerweise sind jetzt hier eben diese 1,10 Meter und die Höhe gibt nämlich gleichzeitig auch vor, und das ist eigentlich der wichtigere Punkt, wie viele Reihen man hier installieren kann. Eine Reihe kann man sich vorstellen, es gibt hier solche Schienen, das sind eben die Hutschienen, die DIN-Hutschienen, die man vielleicht kennt. Und da werden ja die Betriebsmittel dann eingesteckt und aufgesteckt. Und in die Höhe ergeben sich halt einfach aus den Abständen, die da einzuhalten sind zwischen den verschiedenen Reihen, eine Anzahl an Reihen, die hier installiert werden kann in einem solchen Schrank. Und das sind über 1,10 Meter, sind das eben 7 Reihen. Jetzt gibt es nicht nur diese Unterteilung in der horizontalen, in die Reihen, sondern es gibt auch noch eine weitere Unterteilung in der vertikalen, nämlich in Felder. Das heißt, man hat hier jetzt in diesem Fall, kann man sich ganz gut vorstellen, beziehungsweise man kann es auch hier noch leichter ahnen, verläuft eben eine Linie. Und dieser Schrank besteht aus zwei sogenannten Feldern, ein linkes Feld und ein rechtes Feld. Und beide Felder haben eben eine Höhe von 7 Reihen. Und das Ganze hat einfach den Hintergrund, dass in einem Feld, das ist typischerweise 250 mm breit, passt eben eine Hutschiene und auf diese Hutschiene 12 Teilungseinheiten. Das heißt, man hat es typischerweise mit Reihen von jeweils 12 Teilungseinheiten zu tun. Und dort hängt man ja dann seine elektrischen Betriebsmittel, seine Reihenklemmen und sonstiges auf und ein. Und dementsprechend muss man halt einfach seinen Schrank so dimensionieren, dass die Anzahl der Teilungseinheiten, die sich aus der Anzahl der Reihen und der Anzahl der Felder ergibt, ausreichend ist für die Komponenten, die man eben einsetzen möchte. Wenn man jetzt einen solchen Schrank über seinen Elektriker bezieht, beziehungsweise halt im Rahmen der Beauftragung irgendwie auch ein neuer Schrank entsteht durch den Elektriker, dann werden die meistens hier schon total vorkonfiguriert, ja, vom Elektriker bezogen aus dem Großhandel. Das heißt, diesen Schrank gibt es jetzt nicht nur in dieser Konfiguration ohne alles, sondern es gibt da verschiedene andere Konfigurationen, wo dann schon die Zählerplätze irgendwie vorkonfektioniert sind, wo es zum Teil Multimedia-Felder gibt und einfach je nach Bedürfnissen des Elektrikers kann der dann verschiedene Konfigurationen wählen und hat dadurch einfach einen geringeren Aufwand. Der kann das Ding direkt an die Wand hängen und muss sich dann nur noch auf einzelne Aspekte konzentrieren, muss aber nicht diesen ganzen Schrank zusammensetzen, worum es ja hier jetzt in dem Video gehen soll. Warum nehme ich diesen Mehraufwand jetzt also in Kauf? Naja, das ist ganz einfach. Zum einen macht das Spaß und ist abwechslungsreich, ab und zu mal so einen Schrank zusammenzubauen. Zum anderen ist das eben auch der Schrank meiner Eltern und damit irgendwie auch indirekt meiner. Und dementsprechend muss ich hier jetzt eben die Gewinnerzielungsabsicht nicht ganz nach vorne stellen. Und zum dritten gibt es einfach diesen Schrank hier in der gewünschten Konfiguration gar nicht, denn ich habe hier spezielle Anforderungen, die ich eben umsetzen möchte und ich könnte den so vorkonfektioniert oder vorkonfiguriert gar nicht erwerben. Daher führt kein Weg hier jetzt am Eigenbau vorbei. Das Schöne beim Schaltschrankbau ist eben, dass das Ganze sehr modular ist. Ich jetzt in dem Fall, ich kenne mich bei Haga ein bisschen aus mit den Komponenten und inwiefern die kompatibel miteinander sind. Das wird aber bei allen anderen namhaften Herstellern auch sehr ähnlich sein. Das heißt, wenn man weiß, welche Komponenten man braucht, dann kann man sich eben die Teile wirklich einzeln, und das geht bis herunter zu den Schrauben, kann man die eben kaufen und selbst zusammensetzen, so wie man sich das eben vorstellt, beziehungsweise so wie man das eben benötigt. Anfangen tut man typischerweise beim Schaltschrankbau eben mit sogenannten Trägerschienen. Das sind einfach ziemlich stabile Metallschienen, die es dann in der passenden Länge zur Schrankhöhe jeweils gibt und die dann hier sich eben einsetzen lassen. Das ist eben das, was ein Feld ausmacht im Wesentlichen. Das heißt, die werden hier jetzt in der Regel werden eben zwei pro Feld benötigt. Das heißt einmal links, einmal rechts.
Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, mehrere Felder zu überspannen, aber dann braucht man eben teilweise auch wieder andere Komponenten, längere Hutschienen und so weiter. Typischerweise würde man das quasi jetzt so installieren, hat dann eine linke Schiene, eine rechte Schiene in der vertikalen und die bilden eben die Grundlage, um hier jetzt weitere Komponenten aufzusetzen. Die Schrauben hier, die habe ich jetzt natürlich nur handfest gezogen. Das muss man nachher schon noch ordentlich mit einem Schraubenzieher bzw. mit einem Akkuschrauber festziehen, damit das wirklich auch hält. Aber das ist jetzt hier eben die Grundlage für weitere Aufbauten. Und das bringt mich jetzt eben auch zu dem Grund, warum ich den Schrank selber zusammenbauen möchte. Und zwar gäbe es ja den in dieser Konfiguration fertig zu kaufen. Dann wären hier jetzt eben 7 Hutschienen installiert in jedem Feld und man könnte seine elektrischen Betriebsmittel einhängen und loslegen. Ist in 90-95% der Fälle auch völlig ausreichend und gut genug. Ich möchte hier jetzt in dem Projekt, in meinem Fall eben, mit sogenannten Leitungskanälen arbeiten. Die sehen in etwa so aus. Das ist eben sehr weicher Kunststoff, den man jeweils zwischen die Hutschienen hängt. Das kann man sich in etwa so vorstellen. Hier würde sich eine Hutschiene befinden. Auf dieser Hutschiene montiert sind dann eben die verschiedenen elektrischen Betriebsmittel, die Sicherungsautomaten und so weiter. Und von dort gehen ja typischerweise nach oben und nach unten weg die Leitungen. Und die würde man dann typischerweise eben entweder nach hinten führen und an allen anderen Dingen vorbei, nach oben hin, wenn sie nach oben raus müssen, oder irgendwie zur Seite oder mit Kabelbindern zusammenbinden. Da gibt es verschiedene Ideen und Konzepte, aber der wesentliche Punkt ist, die würden halt hier irgendwie in der Verteilung herumhängen und dem etwas entgegen wirkt eben dieser Leitungskanal, der hier dann installiert wird zwischen den Hutschienen jeweils. Dort kann man jetzt eben über diese Rippen die Leitungen einführen, kann die dann entweder zur Seite führen oder direkt nach oben weg, kann diesen gesamten Leitungskanal nachher verschließen mit einem dazu passenden Profil, sodass man eben von vorne nicht mehr direkt reinschauen kann und das so ein bisschen ordentlicher ausschaut. Und gleichzeitig gibt es eben sogenannte Hutschienenträger, die hier auf die Tragschiene installiert oder montiert werden und die eben nicht nur den Sinn und Zweck erfüllen, die Hutschiene selbst zu tragen, sondern die gleichzeitig eben auch noch die Möglichkeit bieten, hier in der vertikalen, in der vertikalen, jetzt kommen wir selbst schon durcheinander, also quasi an der Tragschiene entlang, kann man hier jetzt weiter die Leitungen führen. Das heißt, jeweils zwischen diesen Leitungskanälen würde man diese Hutschienenträger installieren und hat dann die Möglichkeit, hier die Leitungen durch diesen Kanal weiterzuführen. Und dann an der Stelle, wo man halt heraus möchte, kommt man dann wieder heraus, dann potenziell in einem weiteren Leitungskanal und kann dann eben seine Betriebsmittel alle untereinander verbinden. Das Ganze schaut super sauber aus und ist einfach aus meiner Sicht die beste Lösung hier im Hager-System, um einen sauberen Schaltschrankbau zu gewährleisten. Der große Vorteil, der sich eben aus der Verwendung dieses Leitungskanalsystems ergibt, ist einfach die große Flexibilität. Man kann hier wortwörtlich den gesamten Schaltschrank flexibel verdrahten. Nur die Adern oder die Leitungen, die hier jetzt im Haus für die Verteilung zuständig sind, die eben hier in den Schaltschrank eingeführt werden, die NIM-Leitungen, die werden hier oben auf Reihenklemmen gelegt. Alles andere wird flexibel verdrahtet. Gleichzeitig kann man aber über das System, über diese Rippen hier, die Leitungen eben gezielt an der Stelle herausführen, wo sie benötigt werden. Das Ganze bleibt optisch ansprechend. Man kann es hier von vorne nochmal verschließen, kann und gleichzeitig auch noch Erweiterungen durchführen. Das heißt, wenn man hier irgendetwas ändert oder erweitert, bleibt es eben möglich und einfach, hier auch optisch ansprechend weitere Leitungen einzuziehen oder auszutauschen oder sowas in die Richtung. Und das hat man einfach, wenn man das jetzt klassisch mit starren Adern verdrahtet und dann diese Adern hier irgendwie hinter den ganzen Betriebsmitteln vorbei nach oben führt, da wird es dann einfach irgendwann mal bei einer gewissen Größe von Schaltschrank unpraktisch und unhandlich und auch optisch nicht mehr ganz so ansprechend. Und insofern ist das wirklich ein tolles System, wie ich finde. So, genug der vielen Worte also. Ich glaube, ich habe jetzt hier hinreichend und ausreichend erläutert, was ich hier jetzt also vorhabe und wie ich mir das dann vorstelle, wenn es dann einmal fertig ist. Und jetzt gilt es eben, das Ganze schrittweise aufzubauen. Das werde ich jetzt hier eben in den nächsten Schritten tun. Ich muss hier allerdings auch schon vorankündigen, da wird es irgendwie einen Bruch geben, einen zeitlichen, denn das Problem ist, dass noch nicht alle diese Teile hier eingetroffen sind. Das heißt, ich kann schon mal anfangen, ich kann das Ganze aber nicht in einem Aufwasch quasi fertig machen und muss mal gucken, wie ich dann in den folgenden Tagen Zeit habe und Zeit finde. Ich werde euch das auf jeden Fall dann in Zwischenergebnissen bzw. dann auch als fertiges Resultat zeigen und da können wir dann auch nochmal drüber unterhalten bzw. dann auch nochmal vorführen, wie eben dieses System dann in der Praxis funktioniert, wenn das Ganze dann wirklich alles mal installiert und verdrahtet ist. Damit hoffe ich, euer Interesse auf weitere Videos geweckt zu haben. Falls ihr das Ganze interessant findet, beziehungsweise vielleicht sogar das eine oder andere über diese Leitungskanäle, über das Leitungskanalsystem von Hager gelernt habt, dann lasst doch bitte einen Like da, abonniert gerne den Kanal
Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos bald schon wieder. Bis dahin, bis dann. Tschüss.